alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Alexander Ernst hat die Pfeife im Mund und pfeift die Partie an. Das rot-weiße Duell geht los. Oberhausen gegen Aalen. Oberhausen komplett in Rot, von links nach rechts. Und ja, sogar auch gegen Preußen Münster. Also zu Hause ist das schon à la Bonheur, was sie hier machen. Also Aalen ist gewarnt, aber das erste Mal da im Strafraum, ja, technisch versiert. Öztürk und dann wieder Mikkels, da kommt er noch dran, ja. Nils Winter, und das ist eine gute Position für eine Flanke, die zieht er aber nicht. Kommt immer noch da durch. Stark gemacht von Nils Winter. Da wird er einfach durchgelassen. Mikkels, schön gemacht. Merz, Christian Merz, jetzt auf Lunga. Hat er jetzt mehr Glück. Lunga, und das ist ein Elfmeter. Das kann man so unterschreiben. Davut Tuma im Duell. Er rutscht da selber ein bisschen aus und dann holt er Kelvin Lunga da ordentlich von den Beinen. Öztürk gegen Brüseke. Öztürk macht ihn, platziert ins rechte untere Eck aus Sicht des Schützen. Drittes Saisontor für den alten Meister. Boah, der war richtig platziert. Jetzt Tuma kann mal einen Meter machen. Hat Platz. Starker Pass auf Bulut. Bulut bringt ihn rein. Und dann ist es ein Eigentor. Kurios. Daniel Davari kommt irgendwie dran und dann springt der Ball vor die Füße eines Oberhauseners. Ich habe noch nicht genau gesehen, wer es war. Und dann rollt die Kugel rein. Bulut, der Ex-Oberhausener. Dann Davari. Und der Ball, ja, prallt dann auf Nico Klaas. Leroy Mikkels. Wieder macht es Heinz. Boah, und er wird noch richtig gefährlich. Wäre dann eigentlich Nummer 2 hier gewesen. Oh, und gefährliche. Und aus ähnlicher Position hat er auch schon mal getroffen. Anton Heinz. Ah, Brüseke kann klären. Ja, und dann ist es Hand von Leroy Mikkels. Und bei Aalen wird man sehen, ob das nochmal neues Selbstvertrauen gebracht hat. Cihan Özkara, Bulut. Oh! Fehler von Davari. Und da ist vielen RWO-Fans bestimmt gerade das Herz in die Hose gerutscht. Aber bleibt hängen. Mikkels. Mikkels. Guter Ball auf Lunga. Und Mikkels. Auch schon 2 Tore und eine Vorlage in dieser Partie. Öztürk, der Torschütze zum 1:0. Fehlt gleich mal. Und das kam ja hier komplett aus dem Nix. 2:1 für die Gäste. André Day, der Joker, sticht. Hier über die linke Seite, Ball kommt da rein, wird nicht geklärt, sondern noch abgelegt. Zum 2:1. Holdak. Ja, Davari. Und das ist das 3:1.
Hüseyin Bulut zeigt an, er richtig jubeln will er nicht gegen seinen Ex-Verein. Und was war da hinten schon wieder los? Davari nach diesem Flankenball von Holtag, Davari und Nico Klaas, wieder die beiden, sind sich nicht einig. Und dann ist es Bulut. Und jetzt nochmal Kontersituation. Skoda nimmt seinen Kollegen mit und an die Latte. RWO im Vorwärtsgang. Nils Winter, Mickels, Doro mit dem Anschlusstreffer, Jan-Lukas Doro. Davari nochmal nach vorne und Alexander Ernst pfeift die Partie ab. Rot-Weiß Aalen gewinnt 3:2 bei Rot-Weiß Oberhausen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.